Ist kurz ein neuer Look. Das ist doch ein Wunsch, den wir alle kennen. Und damit meine ich jetzt nicht nur uns Frauen. Und weil das so ist und wir gern die Wünsche unserer Zuschauer erfüllen, schicken wir ab heute unser neues Kreativteam ins Rennen. Modespezialist Jean St. Louis, Friseurmeister Sven Henschel und Visagist Marcel Hampel. Die drei kümmern sich einen ganzen Tag lang um Sie. Sie müssen sich nur bei uns bewerben. So wie Alia Kunze. Zeichnen, das ist die große Leidenschaft von Alia Kunze. Als junge Frau hat sie für 6 Jahre ein Kunstseminar besucht und heimlich davon geträumt, eine berühmte Malerin zu werden. Dieser Kindheitstraum hat sich zwar nicht erfüllt, trotzdem ist die 30-Jährige rundum glücklich. Die gebürtige Russin hat 2006 ihren deutschen Mann kennengelernt, der in Russland auf Montage unterwegs war. Ich habe sie gesehen und da war ich gleich hin und weg. Ich habe mir zwar nicht getraut, sie gleich anzusprechen, aber ich hatte einen Kollegen mit, der ein bisschen Russisch konnte und der hat das alles ein bisschen gemanagt. Und so ging das dann, haben wir uns weiter getroffen und da ist dann mehr draus geworden. 2007 heiraten die beiden in Moskau. Inzwischen wohnen sie mit ihren 2 Kindern in Braunsbedra in Sachsen-Anhalt. Eigentlich ist das alles perfekt, naja fast, denn 1, 2 Wünsche hat Alia schon. Mit meinen Haaren kann ich nicht viel machen, weil meistens ich versuche, irgendwas zu machen. Ich glätte die, ich föhne die. Am Ende habe ich trotzdem Zopf. Und meine Klamotten sind alle schwarz. Viel schwarze Sachen. Alle sagen, du kannst doch nicht immer schwarz tragen. Ja, und das möchte ich auch verändern. Eine tolle Herausforderung für unsere 3 Styling-Coaches. Das erste Kennenlerngespräch ist besonders wichtig. Unsere Experten brennen darauf, alles über die heutige Gewinnerin in Erfahrung zu bringen. Jedes noch so kleine Detail kann dann später von Nutzen sein. Was uns dreien sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du dich nicht verändert verkleidet fühlst. Egal, ob das jetzt Haare, Make-up oder Kleidung sind. Uns ist wichtig, dass wir wirklich mit dir zusammen deinen Look erstellen. Nicht, dass du am Schluss unsere Vision von dir auf dem Kopf hast, sondern es muss so sein, dass wir zusammen das erarbeiten. Weil nur so können wir für dich am Ende ein Ergebnis zusammenstellen, wo du zufrieden, hoffentlich zufrieden sein wirst. Okay. Ja? Ja, morgen. Okay. Für Alia wird es jetzt gleich ernst. Zeit für ein erstes Resümee der Experten. Wirklich ein heißes Mädchen, weil ich dachte mir, was kann man eigentlich auf dieses Mädel aufpimpen? Und dann habe ich gedacht, nein, das können wir trotzdem machen. Gibt's immer eine Highlight. Ja, schau sie dir an. Ja, ich denke auch. Also auch haartechnisch, ich habe schon einiges im Kopf. Es ist ein hübsches Mädel, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Das ist absolut spannend, weil sie hat schon so dieses Händchen, auch dieses Feeling. Hat sie. Für hat sie. Hat man auf den Bildern schön gesehen, ne? Genau. Schon Make-up schon. Beim Make-up also. Aber eben, es ist eine slawische Schönheit, also bildhübsch. Und ja. Schauen wir mal. Welche Frau träumt nicht mal davon, ihr Aussehen komplett zu verändern? Neue Haarfarbe, frecherer Schnitt und modische Klamotten und dazu noch das passende Make-up. Und da wir gern die Wünsche unserer Zuschauer erfüllen, Frauen und Männer gleichermaßen, geht ab sofort unser neues Kreativteam an den Start. Heute ist Premiere für Friseurmeister Sven Henschel, Modeexperte Jean St. Louis und Visagist Marcel Hampel. Vorhin haben wir die drei ja schon ganz kurz in Aktion gesehen, als sie unsere Zuschauerin Alia Kunze aus Braunsbedra kennengelernt haben. Und nun stürzen sie sich richtig in die Arbeit. Alia Kunze will eine Veränderung. Los geht's mit dem Outfit. Die 30-Jährige hat ein Faible für Schwarz. Problem, sie mag eigentlich nur Schwarz und immer nur Schwarz. Ich trage immer Schwarz. Viel Schwarz und ich finde, das steht mir besser. Doch das will sie nun gemeinsam mit Personal Shopper Sean St. Louis ändern. Mut zur Farbe lautet seine Devise. Immerhin sind in diesem Herbst 2 Farben besonders im Trend. Das gibt's in Grün. Und natürlich, der Grünton geht in verschiedenen Richtungen. Das kann einfach nur graustichig sein, das kann blaustichig, aber das hat immer etwas sehr Herbstliches. Es ist ein bisschen dunkel, aber wunderschön. Und natürlich Bordeaux. Bordeaux, der geht einfach nur in Himbeerton oder richtig in also Weinrot. Aber Bordeaux, sehr, sehr wichtig. Finde ich eine hervorragende Farbe. Das ist mal eine fröhliche Farbe und trotzdem nicht quietschend. Ne? Also das ist eigentlich, es muss nicht quietschend sein, aber ein bisschen Farbe auf alle Fälle. Natürlich muss auch Alia ein solches bordeauxfarbenes Kleid anprobieren. Und für Sean ist der Fall klar, dieses Outfit macht das Rennen. Doch da hat er die Rechnung ohne die sympathische Russin gemacht. Die will es einfach nicht.
Ich fand es wirklich schade, weil ich fand, dass es wirklich steht. Die Farbe war hervorragend, der Schnitt war hervorragend. Sie sah sehr jung aus, weiblich, sexy und trotzdem elegant. Aber das ist Leben, ne? Aber das ist unser Format, wo wir sagen, okay, ja, wenn sie verkleidet ist, ist sie nicht real. Richtig. Weiter geht es bei der Suche nach dem optimalen Outfit. Und das bedeutet für Sean immer auch wieder warten, warten und warten. Für Alia ist das ganz normal. Sehr lange überlege ich. Ich gucke erst mal und dann gehe ich raus. Und dann komme ich noch mal rein, gucke ich. Und dann stehe ich davor ganz, ganz lange. Und dann kann ich ganz rausgehen, gar nichts kaufen. Und dann nächsten Tag, vielleicht zwei Tage später, komme ich wieder und dann kaufe ich vielleicht diese Schuhe. Wenn sie nicht mehr da sind, dann ärgere ich mich. Sean bleibt tapfer und erduldet alles mit Fassung. Manchmal ist es unerträglich, aber manchmal muss man auf die Damen warten. Warte ich noch, bin sehr gespannt. Und da endlich ein erster Farbtupfer. Ein vorsichtiges Anfreunden mit der Farbe Rot. Langsam gibt Alia richtig Gas und probiert nach Herzenslust. Schließlich geht es um sie. Und sie wird immer mutiger in puncto Farbe. Darauf hat Sean gewartet. Er wittert seine Chance. Die sind heiß. Also ich liebe diese Jacken. Ich glaube, ich hab sie. Das Outfit ist ausgewählt, Phase 2 des Umstylings, die Frisur. Aber was kann man hier überhaupt noch verbessern? Sieht ja schon so toll aus mit den Haaren und mit ihrem persönlichen Look. Ist es nicht schwerer für dich letztendlich? Mhm. Ja, ich glaube, das denken vielleicht viele. Aber wenn sie sich optisch gar nicht so toll findet oder gar nicht denkt, dass es das Optimum ist, dann können wir zwar alle denken, wow, was für eine tolle Frau. Ja. Aber schlussendlich, wenn sie denkt, ich will was ganz anderes. Es gibt doch oft Situationen im Leben, wo man einfach sagt, jetzt habe ich die Faxen dick, Frauen, Mann weg, neuen Mann. Ja, ich will einfach mal komplett anders aussehen oder eine ganz andere Lebenssituation. Zu Beginn ein ausführliches Beratungsgespräch. Alia wünscht sich Volumen und Modernität. Für sie ist dabei ganz wichtig, dass sie auch weiterhin die Haare zum Zopf binden kann. Auf jeden Fall wird nicht kurz, nicht ganz kurz. Ziel ist es, durch die neue Frisur Alias rundes Gesicht etwas schmaler erscheinen zu lassen. Dafür muss Sven mehr Volumen am Oberkopf schaffen. Würde ich dir hier jetzt die Haare abstufen, siehst du, wo es weggeht? Mhm. Es geht unten weg, es wird hier dünn. Mhm. Das darf nicht passieren. Ich brauche erstmal hier unten schön viel Fülle. Und die Stufung wird wirklich nur hier oben gemacht, weil da ist ja das, wo du das Volumen hinhaben willst. Mhm. Also es ist quasi ein strukturierter Long Bob. Mhm. Na, also Bob, weil alles gleich lang. Strukturiert, weil trotzdem eine Stufung am Oberkopf. Nun geht's ans Färben. Sven verwendet eine Technik, bei der das ganze Oberhaar naturbelassen bleibt. Im unteren Teil werden einzelne Strähnen ein bisschen antupiert und dann goldfarben gefärbt. Dadurch wird ein sogenannter Sun-Kisses-Effekt erzielt, also wie von der Sonne geküsst und aufgehellt. Fliegender Wechsel zu Marcel Hampel. So, willkommen bei mir im Make-up, Alia. Als erste Frage, wie viel Zeit investierst du denn eigentlich so für deine täglichen Make-ups? Also früh bei mir geht es schnell, als wenn ich irgendwo anders hingehen würde, als auf Arbeit. Also halbe Stunde. Moment. Wie war das nochmal? Halbe Stunde. Ihr Mann beschreibt das irgendwie ganz anders. Also früh am Morgen braucht meine Frau ziemlich lange zum Schminken. Also zwei Stunden ist da ja nichts. Ja. Im Bad braucht die wirklich so lange. Und wir haben dadurch schon etliche Termine verpasst. Naja, lassen wir das aus ehetaktischen Gründen besser unkommentiert. Alia ist unsicher wegen ihrer Augenbrauen. Sie wachsen zu dünn und deshalb hat sie das bislang mit viel Schwarz zu übertünchen versucht. Ein Fehler, wie sie nun erfährt. Wichtig ist, dass die Augenbrauen erstmal nach unten gebürstet werden mit einem kleinen Wimpernbürstchen. Mhm. Und du dann die richtige Farbe. Also ich würde dir wirklich ein bis zwei Töne heller empfehlen von dem Puder, was du aktuell benutzt. Mhm. Weil sich das immer noch mal nachdunkelt. Je länger das auf der Haut ist, sammeln die Pigmente das Hautöl ein und wirken dadurch optisch dunkler. Mhm. Deswegen lieber ein bisschen heller wählen. Und dann sieht es auch nicht so hartkantig aus. Mhm. Siehst du den Unterschied schon? Mhm. Man sieht die Augenbraue, das war ja dein Ding, dass du gemeint hast, sie wachsen zu dünn, sind zu fein. Und ganz wichtig, dass als Abschluss du das mit dem Wimpernbürstchen dann auch wieder nach oben bürstest. Somit wird es einfach auch wieder ein bisschen feiner. Also wo du am Anfang vielleicht denkst, es ist zu viel Farbe, zu viel Pigment, bürstest du es natürlich wieder ein bisschen raus. Und hast einfach diesen Natural Look. Mhm.
Nach nur 30 Minuten ist das dezente Tages-Make-up fertig. Zeit fürs große Finale. Und dann ist es soweit. Marco Kunze sieht seine Frau das erste Mal nach dem O-Styling. Wow, siehst wunderschön aus, mein Engel. Dankeschön. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schön aussieht. Wunderbar. Alia hat sich für einen olivgrünen Pullover entschieden mit Oversize-Schnitt und breiten Ärmeln. Passend dazu trägt sie eine khakifarbene Hose. Ehemann Marco jedenfalls ist von seiner Frau begeistert. Das ist der Hammer. War wirklich schön. Jetzt denke ich schon, das werde ich andere Farben auch öfters tragen. Nicht nur schwarz. Auch schwarz. Aber nicht nur. Und so sieht er aus, der Vorher-Nachher-Vergleich von Alia Kunze aus Bronze Bedra. Das war der Tageslook, doch unsere drei Experten wollen mehr. Alia soll auch noch ein Styling für den Abend bekommen. Ihr Wunsch? Bitte sportlich und doch zugleich auch elegant. Wow, mein Schatz, das ist der Wahnsinn. Schön? Ja. War es ganz anders, ne? Ja. Das ist absolut. Absoluter Hammer. Das klappt alles. Danke. Das ist süß. Also man merkt, das ist eine Pärchen, die lieben sie sich und er freut sich für seine Frau. Der hatte auch richtig Freude, hat man gesehen. Am Ende, der war so begeistert. Und, ja. Ja. Ich glaube, die haben heute noch einen richtig tollen Abend. Ja, das glaube ich auch. Alia trägt eine Bomberjacke in Satin-Grün, dazu leicht abgesetzt eine Bluse im Lachston. Die schwarzen Absatzschuhe wirken elegant. Abgerundet wird der Look durch freche Accessoires wie den Rucksack und das freche Styling von Sven und Marcel. Hat viel Spaß mit dir gemacht. Wirklich, ja. Ganz toll. Der erste Tag ist um. Das war unser erster Tag, unsere erste Show. Ja, wäre toll, wenn Sie sich bewerben würden. Wir freuen uns, natürlich auch gerne Männer. Und ja, und ich denke jetzt schützen wir uns das Nachtleben, oder? Schau. Ja, da. Kennt sich da aus in Berlin? In Berlin kenne ich mich sehr gut aus. Wir werden dann feiern. Und wir haben ein kleines Geschenk nochmal für dich auf dem Weg von uns drei Jungs, von Tante Donatella. Danke. Und jetzt können wir dann raus. Zum Wohl. Danke. Zum Wohl. Danke. Die Kandidatin wurde umgestylt von Aveda. Ganzheitliche Pflege aus reinen Pflanzenessenzen. Sie wollen sich auch verändern? Dann bewerben Sie sich jetzt für unser Schönheits- und Verwöhnprogramm. Und zwar über 4@mdr.de. So, und nun haben wir noch einen schönen Tipp für morgen Nachmittag für Sie.